Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Ja, heute geht's runter nach Broadway. CVR in den 80er und 90ern. Mit dabei sind heute Flyhigh, Justin, Maxi, Schöni, Takoda, Thomas, Luca 04B, Beta Effect, Chief, Gangsterlife und Spatboy. Grüßt euch. Hallo. Hi. Hallo. Servus. Hallo. Servus. Moin, moin. Ja, wir haben uns gedacht. Hallo. Ja, wir haben uns gedacht, CVR normal in der Stadt mit 90ern ist ein bisschen langweilig geworden. Deswegen unten in Broadway mal was Neues. Und ja, wir sehen hier vorne auch schon schöne 5 Racer. Fangen wir mal hier links an. Ein Nissan GT-R R34. Dann sehen wir hier einen BMW 850 CSI. Einen Skyline GT-R R31. Einen E30 M3 mit verdammt viel Sturz. Bist du sicher, dass du keinen Drift aufgebaut hast? Fertiges Und Tunen. nochmal einen R31 mit ein bisschen Flügelwerk. Ja. Sieht keiner. Ja, Ist gut. nachziehen, Das leider. sieht man spätestens, wenn du den ersten Klatsch auf den Arsch kriegst, dann siehst du sowieso nichts mehr vom Heckspoiler. Sagt uns Maxi damit, er ist mittlerweile abgehoben oder will abheben. Und der Flügel muss ihn hält ihn an den Spaß. Posen fest. Ja. Naja, aber Genau, bevor vielleicht doch wir Flyhigh. jetzt hier noch Ewigkeiten rumreden, ja, gibt's einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich in der Runde. So, und da fahren sie los, wenn auch ein bisschen zögerlich. Ja, ich hier als Präsident in der Crown Vic würde erstmal einteilen. Ein Impala würde ich mal hochschicken nach Dingens Serpentinstraße, einen runter Richtung Goliath Ambleside und Serpentinstraße. den dritten bitte nach Dingens unten nach Broadway. Dann ein Impala würde. Warte, habe ich die Impalas gerade eingeteilt oder die Nee. Crown Vics? Wollte Crown ich Vics. nicht. Impalas gerade Okay, angetan. dann die Crown Vics ein bitte nach Ambleside runter. Einer bleibt hier im Festival. Einer geht dann runter Richtung Koala Straße und so. Ich bleibe im Festival und wir dürfen in 10 Sekunden los. Und ich fahre da, wo ich denke, dass es am sinnvollsten ist. Ja. Chief, ich übernehme die Impala in der Serpentine. Ich mach die Habe ich irgendwen Koala-Straße. Ich vergessen? unten. Okay. Warte. Wir dürfen. Habe ich irgendwen vergessen? Ich hoffe nicht. Ja. Dann gehst du mal noch Flussstraße, bitte. Okay, wo sollte der dritte Impala hin? Einer ist Broadway, der andere Serpentine. Und Broadway Serpentine und Goliath Ambleside. Also, nee, also Goliath unten halt und umbenannte Vorgaben und so. Das war knapp. So, Bambini-Taktik, wie gewohnt. Auf einen guten Fang. Nee. Auf eine gute Verhaftung. Viel Glück und viele Häuser. Und denkt Ich dran auch. möchte Donner. Denkt dann auch die Offroad-Wege mal kurz durchzuchecken. Dürfen die Offroad fahren? Ja, Ja. bedingt. Also leicht, also nicht die ganze Zeit. Darfst schon zwischendurch mal einen Offroad-Weg benutzen. Aber dein primäres Ziel sollte es sein, auf dem Asphalt zu bleiben. Hast du was? Blitzerzone, Richtung Broadway. Wo? Mühle. Mühle. Okay. Und zweiter, selbe Straße. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo und guckt die anderen Sichten an. Genau. Sind jetzt in der Blitzerzone und fahren Richtung Parkplatz. Offroad Parkplatz. Aua. Ich nehme natürlich den Stein mit. Ja, ich bin halt auf die ganz andere Seite der Map. Ich komme nicht so schnell hin. Ich komme von der Flussstraße Ich aus. komme nicht so schnell hinterher. Scheiße. Ich weiß nicht, wo sie hingefahren sind. Ich sehe sie nicht mehr. Also die fahren Goliath richtig rum, gell? Goliath richtig rum, ja, Richtung Broadway, jetzt an Kaffeehäuschen vorbei.
Gut, okay, dann komme ich entgegen. Dann fahren Sie Richtung Hamilton, nicht Richtung Broadway. Ich habe den 850 CSI Frontal ja, getroffen. Ein Nissan in Richtung Flussstraße, in Richtung Norden. 850 CSI mit Fronttreffer und benannte Richtung Festival. Ich bräuchte da jemanden, der ist. Der hat richtig Schaden schon gefressen. Hab den GTR nicht frontal getroffen, er hat. Ist durchgeglitscht, natürlich. Wir sollten auf einen konzentrieren. Am besten. Ja, wir nehmen den 850, der. Ja. Er ist jetzt gleich am Festival. Von wo? Also, er kommt jetzt, Sepp, unbenannte Festival. Er bremst ab und fährt Vorgarten Richtung Norden. Das bedeutet, ich komme am Festival vorbei. Welche Richtung ist das? Also Richtung Café oder Richtung nein, Norden, Richtung Norden. Richtung andere Richtung. Serpentinenstraße da hoch. Sind wir gleich beim Festival. Festivalstraße. Einer kommt entgegen und der wurde nochmal frontal getroffen. Ja, er ist gerade durch mich durchgeghostet. Der Treffer hat aber gezählt, er fährt ins Festival rein. Geil, zwei Treffer, die beide nur für den einen gezählt haben. Er fährt gleich am Festivalhaus vorbei, wir brauchen die Leute hier, wir sind nur zu zweit. Ich bin jetzt gleich im Festival. Ist auch im Festival, fährt diese kleine Rundstrecke Norden. Okay. Hinten dran. Ja, und den haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. Ist tot. Ja, ich hab hier den Nissan GTR, der ist vom Festival Richtung Broadway unterwegs. Okay. Achtung an den Kolonnenführer, wir haben Forsaton live. Am Parkplatz. Ja, Goliath. Auf Goliath Parkplatz, ja genau. Achso, Chief, pass auf. Hä, wo ist er hin? Der ist doch schon abgeflogen. Ich fahr Richtung Broadway runter jetzt. Ja, er ist fast in Broadway unten. Ja, ich hab ihn getroffen, Frontal GTR R34. Komm kaum noch von der Stelle. Wo? Ah, da oben. Ja, ich komm von hinten. Reparier dich da. Achtung, ich bin schnell. Wo, in welche Richtung bitte? Sind jetzt gerade Festivalstraße schon direkt in Broadway drin, fahren weiter Richtung Hauptstraße. Ja, er fährt auf die Hauptstraße auf Richtung Brücke. Richtung Brücke. Ai. Okay. Das auch, nee. Und hier ist Feierabend für dich. Nein, nein, du kommst ja nicht mehr raus. Du kommst ja nicht mehr raus. Ja, GTA ist raus. Scheiße. Das waren zwei sehr schnelle Verhaftungen und für diese zwei schnellen Verhaftungen würde ich doch erstmal ganz dicke den Like drücken. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch drei, oder? Ja. Ah, okay. Das ging schnell, wir haben erst 6 Minuten von der Uhr genommen. Chief, du könntest auch mal gucken, du könntest einen von den Racern, die jetzt rausgenommen sind, also den am besten im GTR oder dem 850, einfach den Kolonnen die geben, die dürfen ja sowieso nicht mehr fahren. Wer war das jetzt? Gute Frage. Pausenmenü, ins Kolonnenmenü gehen, auf den Spieler draufgehen und den zum Kolonnen gehen. Ja! Auf den Spieler, den Spieler. Servus. Guten Tag. Falsche Gegend. Ich bin in Richtung meiner Gegend. Achso, also, ja. Also dann ja. Ich bin nämlich übers Festival gefahren, ja. Achso. Sicherlich, wer raus ist. Weiß jemand noch, welche Autos genau fehlen? GTR, die zwei. R31 und der E30. Ah. Muss das mal wieder in meinem Bereich kommen. Der 31 war gesichtet, aber das war schon vor 6 Minuten. Gefühlt. Ja, den habe ich zwar frontal getroffen bei mir, aber ihn hat es dann, glaube ich, nicht frontal getroffen, weil er ist quasi abgebremst und dann hinter mir direkt hätte mal gesagt, der ist irgendwo in Ambleside. Immer ein Bauchgefühl. Ja, jetzt fahren wir eigentlich mit Ambleside Hauptstraße rein. In der Blitzerzone. Nö. Okay, ich habe einen Racer gesehen. Blitzerzone Ambleside. Bist du sicher, dass es ein Racer ist? Ja. BMW gefunden, Flussstraße. Richtung. Töten. Also Richtung Broadway runter. Ja, dann würde ich jetzt erstmal den auf der Flussstraße nehmen, Gangster Life. BMW.
Ja, ich kann an ihn dranbleiben, alles klar. Ja, überprüft, bleib einfach dran. Ah, ich halte fehl. Ich repariere mich immer. Du sollst ihn nicht attackieren, einfach nur dranbleiben. Ja, ich dürfte, ich kann ihn gegen. In welcher Höhe ist er denn jetzt? Jawohl. Danke, Passant. Schöni, sag mal was. Schöni! Ich hab keinen Sichtkontakt mehr. Okay. Ich musste rumdrehen. Also Whitehorse ist er nicht gefahren. Gut, dann ist er Baustellendreieck nahe. Ist einer von uns gerade. Ich war gerade vom Haus Richtung Baustellendreieck. Vorsicht, ja, ich komm gegen. Drauf, ja. Ich sag's noch. Dann ist der Baustelle. Dann ist er gerade ausgefahren. Ich hab den GT auch verloren. Also haben wir jetzt beide aktive Verfolgung verloren, das... Ja, ich stehe am Ausgang Broadway Richtung Mühle und... Es gibt nachher keine Donuts mehr. Und guck, ob da was kommt. Doch! Aua! Sorry. Joa, das ist in den Braunfig abgeschossen. Hab's bemerkt. Richtung Hauptstraße? Ja, wir teilen uns wieder auf. Ja. Jo. Oh Gott. Einer fährt Vorgarten. Na, oder ist das ein Kopf? Nein, das scheint näher 31 zu sein, fährt Vorgarten runter. Richtung Süden. Sag es halt, wenn er fest wieder anfährt. Fährt Richtung Süden, oder? Ja. Es müsste näher 31 sein. Komm gleich. Ja, ich komme etwas. Näher, nee, das ist der M3. Wo seid ihr gerade aktuell? Gleich Kaffee. Hab eine Sternmauer mitgenommen, ich muss schauen, wo er fährt. Und er fährt Richtung Broadway. Komm ich ihm entgegen? Er probiert. Komm ich entgegen? Ah, nee, doch nicht. Er fährt zum Festival zurück und er hat ein Driftfahrwerk anscheinend. Er driftet hier nur rum. Immer noch am Kaffeehäuschen, der zieht hier schon Donuts. Das war eine super Leistung. Ihn aber er ist auch immer noch im Kaffeehäuschen und fährt Richtung Festival. Ja, ich komme euch entgegen. Pass auf, ich komme euch. Mir hat's keinen Schaden gegeben. In welche Richtung? Nein! Dafür hat er den Passant mitgenommen. Ja, doch, der hat aber getroffen. Der hat getroffen. Ja, und er fährt wieder zurück zum Kaffeehäuschen. Oh. Woher kennen wir das noch? Sind gerade die ganze Zeit südlich Vorgarten unten beim Kaffeehäuschen. Ich hab 50 Wörter. Kommt zum Kaffeehäuschen. Ja, fährt links. Fährt links, also er fährt Richtung Goliath rückwärts. Vorsicht! Wo ist er? Jawohl! Ja. Hab ihn frontal getroffen. Ich fährt weiter Richtung Broadway. Oh, scheiße. Ihm kann das nächste Mal auch gerne einmal sagen, dass ein Sechszylinder-Swap nicht so geil ist. Boah, der reinhämmert. Ah, muss das sein? Ah, sorry. Junge! Halt! Alleine vorne hinfahren bringt wenig. Wir müssten einen V vorne bilden. Lass uns sogar kommen. Hinten ran. Hinten ran. Oh Mann. Warum schiebt er mich weg? Ach. Ich komme entgegen. Ja, Achtung, der hat wieder gedreht, der fährt wieder. Wir stehen hier noch im Pool. Jetzt jemand hinten dran. Nein! Nicht mehr schieben, weg. Nicht mehr schieben, einfach nur dran fahren. Er rutscht weg. What the fuck, Junge. Alter. Schieb weg! Ja, okay, ein V vorne bilden. V vorne bilden, nicht einfach nur. Eins. Ja, der Motorswap. 1, 2, 3, 4, 5. Ist raus. Egal, wir haben ihn trotzdem gefangen. Ist raus. Wir haben noch 8,5 Minuten bis Overtime und uns fehlen noch 2 schwarze R31 waren es, glaube ich. Ein roter, ein schwarzer. Der rote war vorhin Ambleside, da habe ich ihn verloren. Ja, ich habe mich jetzt Ambleside geportet. Schaut mal, dass jemand jetzt vom Festival Richtung Ambleside fährt. Vielleicht waren die hier und... Ja, mach ich. Ich war wieder ich komm oben runter. Mach mal bei Serpentinen Richtung Ding zu. Ich mach mein Gebet wieder das. Serpentinen.
Festival. Der kann aber jetzt schon wieder irgendwo sein. Ja, hier. Nee, Quatsch, der wird geghostet. Schade. What a shame. The shame. Offroad-Wege auch gerade jetzt. Ja, das Serpentine ist aber keine, wo ich nehmen darf. Ja, doch, hinten bei Kingfisher Cottage. Ja, aber da, da bin ich weit fahren. Ich fahre immer noch Endeszeit runter. Ja, ich stehe hier vor der Station. Festival-Eingang in die Straße. Ach, scheiße, von vielleicht ist das Quartaton. Nee, da habe ich nicht. Ein Dreieck unten. In Endeszeit, aber da ist nichts. Ja. Ich gehe von aus. Ich habe den roten GTR. Wo? Der fährt von Serpentin Richtung Emble. Nein, er fährt Festival hoch von Serpentin. Also okay, von komm entgegen. Von Embleside fährt Festival hoch. Ich bin gerade auf dem Offroad-Weg da. Von Embleside fährt Festival hoch, dann. Ja, ist jetzt mit Super 7. Okay. Fährt er Offroad oder nicht? Hey, Thomas? Weil ich nicht. Ja, ich habe ihn verloren, der ist schneller. Der ist viel schneller. Ja, was? Du warst doch da, oder nicht? Ja, aber da war niemand. Ich war eben genau am Dreieck. Oh. Also wo jetzt genau? Er ist Dreieck gefahren, oder? Ich habe eben verstanden, da kommt die Serpentinen hoch. Ja. Ich habe so auch verstanden, der fährt von Ambleside Richtung Serpentinen. Ja, Richtung Super Festival. 7 ist nein, nein, oder das ist bei Super 7, habe ich gesagt. Dann ist er ins Offroad. Offroad. Ja, der ist im Offroad. Ah, oh, ich bin hinter ihm. Der ist in der Driftzone. Okay. Dann komme ich nicht entgegen. In der Driftzone Richtung Parkplatz. Da habe ich einen Millimeter verpasst. Aber ich komm nicht mehr daher, ich bin mit dem Baum fahren. Ja, Richtung Parkplatz darf ich ja nicht. Scheiße. Hab den BMW. Den R31. Dann bleib dran. Ihn. Ja, oh. Einfach dranbleiben, ruhig bleiben. Der rote GTR. Hat richtig Schaden genommen, Leute. Der rote dann, GTR. Da darf ich jetzt nicht hin. Okay. Fahr hinterher und schweig mal kurz. Dann fahr ich. Dann fahr ich wo Serpentinen? Serpentin Festival hoch. Im Norden. Wo ist der rote GTR? Der ist am Parkplatz. Ja, ich sehe. Der fährt jetzt aus der Sonne raus. Hier zum Sp- ich fahre jetzt in die Driftzone. Okay. Du musst einfach dann nur callen, ob er ins Festival reinfährt oder auf der Straße bleibt. Das wäre wichtig. Gerade noch weiter, ja. Leute, macht nehmt ihr mal den anderen auseinander, der gerade Richtung Festival fährt. Ich bleib einfach nur mal an dem Roten hier dran. Ja, wie jetzt? Ich bin jetzt hinten dran. So, der andere hat schon Schaden. Festival rein, fährt Festival rein. Perfekt, ja, dann bin ich da nämlich gleich. Wenn das reicht. Wo von wo fährt rein? Von Norden. Fährt Offroad, fährt Offroad. Wo? Östlich, dran vorbei. Ja, komplett außen rum? Ja. Also seid ihr links gefahren oder rechts? Links. Östlich! Also links. Der kommt irgendwo über Blitzzone wahrscheinlich raus. Beim Vorgarten. Ja, ja, Vorgarten. Ich komm von unbenannten. Da ist er, da ist er. Ah, schade. Ganz viel. Er ist Richtung. Ich hab Sichtkontakt verloren. Vorgarten runter. Er ist gerade am Festival außen. Auf der Straße und fährt Richtung Süden. Ist jetzt gleich unten an der Kreuzung und am Weiters Festival. Kreuzung, ah, da kommt. Ah, da komme ich gerade mit dem anderen von Dingen Squaller runter, also Achtung. Wo ist er? Unbenannte rein. Achso, unbenannte, seid ihr okay. Unbenannterische Mühle. Unbenannte Richtung Mühlenstraße. Also zur T-Kreuz, zu der doppelten T-Kreuz. Hat einen Frontaltreffer schon kassiert, ey, ey, ey. Oder? Wir fahren hier kein Rennen. So, wir sind an der Kreuzung, er biegt ab zum Kaffeehaus. Komm entgegen. Er fährt auf der richtigen Seite. Ja. Haben getroffen. Gut, Jungs, ihr nehmt ihn auseinander. Ich bleib noch am Boden dran. Ja, nicht hinten reinhitten, das bringt gar nichts. Ja, ja, wieder auf die Straße zurück. Benutzt die Geschwindigkeit, fahrt an ihm vorbei und bremst ihn aus. Oder da. Na ja, gut, da ins Haus rein. Nicht rechts daneben, wir versuchen es da oben ins Häuschen. Geh weg da, geh weg da.
Rechts, naja. Ey, wo ist denn? Ja, das ist schon. Noch rechts, noch rechts. Das geht noch, das geht noch. Ah, was macht der denn? Ey, der Kloster. Okay, ja, er kommt aber wieder Kaffeehaus da bei der Kreuzung raus. Ja, er fährt wieder. Ja, du kürzt dich jetzt auf einmal zurück. Komm, wie beim BMW vorhin. Einer rechts, einer links. Bremsen. Ich repariere mich, Leute. Ich hab 40 Sekunden über. 2 Minuten und 10 Sekunden bis Overtime. Ja, komm, einer links, einer rechts. Anders funktioniert das nicht. So wird das ganz und gar nicht. Ja, wenn da Leute immer noch hinten reinfahren, dann nein. Jungs, okay. Bildet ein V vor ihm und bremst ihn aus. Ja, ja, wow, gut, was macht ihr? Wo seid ihr? Ja, wir stehen sind hier immer noch zwischen Kaffee und dem T-Kreuz und man fährt wieder Richtung Kaffee. Nochmal genau so mit. Ja, oder kommt einer entgegen? Keiner sagt was. Nein, ich bin hinter euch. Fahr grad Mühle raus. Da rechts in das Haus rein. Scheißegal jetzt. Ich heben. Ah, schon. Ja, komm, als ob. Chief, sieh immer nicht nach links. Lass ihn Mitte von der Straße und dann V machen. Chief, ja, hallo, biegt, das bin ich, aber er biegt ja ist. Er muss doch auch nicht links an mir vorbeifahren. Er kann ja auch rechts vorbeifahren. Ja, ja, dreht wieder geht um. Er wieder um. Er hat doch schon 100 Motor. Du gehst links. Du gehst links. Ich packe. Jetzt, komm, das gibt's doch nicht. Scheiße, ich weiß. Aua. Sorry. Ach komm, 30 Sekunden, ich verfolge mich. Ja, 30 Sekunden bis auf. Zwei vorne, langsam hinten dran, langsam. Ja. Einer hinten dran. Ich stehe. Ja. Erst raus, fahr. Schnell teleportieren. Erst raus, wir sind gerade Koala, Flussstraße Koala Richtung Waldhorskreuzung. Also auf dem kurzen Zwischenstück, vom kleinen Dorf Richtung Waldhors. Ich komme vom Koala. Sag es hat oder fährt geradeaus Koala-Kurven. Nicht mehr reparieren. Ja. Koala-Kurven, okay. Sind jetzt Story-Mission vorbei. Achtung, ich bremse. Zweite Kurve. Da hinten. Okay. Wir warten hier. Okay. Nähern uns jetzt der Baumkurve. Jetzt in der Baumkurve drin. Stehen zwei Fahrzeuge an der T-Kreuzung oben. Ja, wir sind genau parallel zu euch, zwei Impalas, oder? Ja. Oh, shit. Achtung, da kommt ein Auto innen. Boah, Alter. Danke. Ah, fuck. Fährt Koala, Goliath richtig rum. Ja, hab ihn da runtergeschossen, der kürzt ab und fährt auf die Unbenannte. Ja, fährt Unbenannte Richtung Festival. Okay, komm entgegen. Beziehungsweise ich stelle mich quer. Nee, weil ich komme gegen. Hat noch so viel Bums. Ja, der hat noch nicht viel gefressen. Wir sind jetzt da an den Heuballen gleich, bei den letzten Häusern. Sorry! Das war der falsche. Oh, ach ja, ich bin raus. 60 Motor. Uff. Er fährt nach einem 7 runter zum Kaffeehäuschen. Hast du Scrags erwischt? Sorry, Leute. Achtung, Scrags. Ja. Komplett rausgekickt. Oh Scheiße. Er fährt weiter geradeaus. Scheiß Lenkung kaputt. Er ist jetzt gleich beim Parkplatz, fliegt komplett ab. Fährt weiter geradeaus. Also der hat jetzt gut Zeit verloren. Okay, das muss man eigentlich noch kriegen. Schaut, dass ihr euch nicht zu arg selber am Arsch macht, wenn ihr hinten reinfahrt. In der nächsten Kurve hier rausdrücken. Nein, hier würde ich es nicht probieren. Das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel, da ist nichts, wo er gegenfahren kann. Doch, ah, Bäume und er kann runterfliegen. Ja, aber dann solltet ihr auch erst bei den Bäumen und nicht schon. Ja, ich wollte mich eigentlich so vorstellen, okay. Aber.
Wenn ich hier was auch eine Möglichkeit hätte. Feste Wand. Nein, ich schiebe, ich schiebe. Nein. Meine Bremsen sind im Arsch. Okay, nächste Chance. Fischer ist hier vorne. Oder See. Na, See, da ist, da musst du relativ weit reinfahren, damit du zurückgesetzt wirst. Fischerhäuschen ist die richtige Variante. Ja. Rechts daneben und dann links versuchen rausschieben. Call doch bitte was, Impala. Ja, wir, was, wie, wo? Ja, wir sind gleich in Ampleside drin. Uli hat Startpunkt. Komm rechts daneben jetzt. Komm ich nicht wahr. Wir sind jetzt unten in Ampleside. Achtung, Verkehr rechts. Er fährt weiterhin Taxistraße. 2 Minuten. Ja, müsst ihr was riskieren, da bleibt nichts anderes übrig. Nein. Die Karre läuft nicht schneller. Doch klar. Nicht mehr. Achso. Und er fährt Festival. Na, schade. Eine Minute 30. Alles gut. Ja, 1,20. Ja. Ja gut, das schaffen wir nicht mehr. Der hat zu viel Dings noch. Er fährt ins Festival rein. Hat aber keinen Kurvenspeed und fliegt ab. Und darf sich nicht mehr porten. Ja, dann bleib einfach stehen. Letzte Chance, versucht ihn im Festival einfach irgendwo an dem Haus. Ja, der wird da durchpacen, wir sind viel zu weit weg. Boah, nein, die Steine, jawohl, die Steine. Ich hab's mir gedacht, ey. Nee, der fährt durchs Festival durch und ich komm nicht rum. 50 Sekunden. Und Festivalstraße. 40. Ja. 40 Motor, na gut. 30. 20. So ist wird nichts mehr. Ja. 10. Ja, stehen bleiben. Niemals. 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 Ende. Okay. Ja, okay. 4 Racer haben wir geschafft. War eine schöne Runde. Ja. Ich würde sagen. Aber hoffentlich nicht Maxi. Ja. Wir verlieren nicht viel Zeit und wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. So, zweite Runde aus Sicht der Racer. Schnell mal kurz durchgegangen hier. Ein Mercedes-Benz AMG Hammer Coupé. Ein Lamborghini Countach. Ein GTR R33 müsste es hier sein, oder? Jawohl. Ein Subaru Impreza 22B und einen Mitsubishi Galant. Mit AMG-Stickern. Nein, okay. Das ist original. Das ist ein Galant VR4 AMG. Ah, okay. Ein unbekannter AMG, aber tatsächlich ein AMG. Okay, wieder was Neues gelernt. Für diese Weisheit könnt ihr doch gerne einen Daumen da, nach oben da lassen. Okay, das wird, glaube ich, ein bisschen viel Werbung zu langsam. Aber dann wollen wir nicht lang schnacken. Dem Bescheid geben, dass es losgehen kann. Warten auf die Rückmeldung. Und ja, los geht's. Was? Wieso haut man das ab? Keine Ahnung. Was ist das richtige Tuning drauf? 800, ja. Ich fahr mal ein bisschen langsamer. Auf ein gutes Überleben! Ja. Originalmotor auch. Jetzt sag nicht, ich fahr wieder in die Steine rein. Das freu ich nämlich so an. Chief, einfach was? Überleben! Ja, überleben. Ach, das war ja mein Motto. Ja, genau. Richtig, einfach überleben. Wo fahr ich denn jetzt hin? Guck mal doch mal, wie der so Offroad ist. Ich war bald selber im Team. Ich kann dir sagen, wie meiner sich Offroad fährt. So, 10 Sekunden scheiße. Noch. Achso, dann können die ja 4, auch los. 3, 2, 1 und die Cops dürfen los.
Oh, da kommt mir bestimmt einer in den Serpentinen entgegen. Möglich, ja. Ach fuck, ich wollte doch hier rechts fahren, scheiße. Egal. Also falls jemand Flussstraße runterfährt Richtung Broadway, Achtung, ich komme euch entgegen. Ja, ich fahr direkt den ersten Offroad-Weg rechts rein. Ja, da komme ich gerade raus. Warte. Ja, ich bin Kingfisher Court, ich bin. Ich fahr gerade den Offroad-Weg Richtung mittlere Brücke. Okay. Sagen wir, sind wir alle in dieselbe Richtung fahren oder was? Ja, weit weg von den Cops. Ja. Achtung, hier komme ich. Ja, bitte am besten versuchen, links zu fahren. Ah, da kommt mir ein Cop entgegen. Mit okay, nicht nur versuchen, ihr fahrt einfach links. Punkt aus, fertig. Da kommt mir ein Cop entgegen, ja. Wo? Da fahre ich jetzt hin. Serpentinenstraße weiter. Ja gut, dann sollten alle, die auf der Serpentinenstraße sind, mal die Fliege machen. Ja, bitte. Wow. Ja, wo genau? Serpentinenstraße und so. Ich bin jetzt gerade am Festival da vorbei. Ich fahre jetzt im Offroad gleich. Ich bin jetzt am Dreieck. Ich fahre hier mit dem Rennfahrwerk im Offroad-Bereich rum. Ich bin jetzt im Dreieck. Ja, hau bloß ab. Und ich jag den Kopf vorbei und fahre jetzt. Chief, wie viel Motorschaden hast du bisher? Ich hoffe mal noch 0. 0. Oh, gut, Chief. Weiter so. Oh Mann. Du nimmst den Kopf jetzt am besten richtig viel Zeit von der Uhr, damit wir noch gute Chancen zu überleben haben. Oh, das ist logisch. Dann mache ich. Hoffe ich. Ja, eigentlich hatten wir als Racer ein paar andere Fahrzeugvorstellungen. Nur, das Ding war 5 Frontmotoren und danach 5 Mittelmotoren bzw. Heckmotoren wäre irgendwie ein bisschen unfair geworden, haben wir uns dann so gedacht. Bin in der Driftzone und der Kopf hängt im Moment nicht mehr an mir drin. Oh, das ist gut. Und wo ist halt obwohl, das ist eigentlich schlecht. Das ist eigentlich schlecht, aber ich weiß nicht, ob er durchgefahren ist und unten wartet oder was weiß ich was. Oder nur halt eben etwas weiter entfernt, der mir jetzt. Ja, so wollte ich halt zum Beispiel ein Fahrzeug fahren, was ich dann vermutlich in der nächsten Broadway-Folge fahren. Da, dann halt ein bisschen, wenn wir dann halt Broadway fahren, dann halt mit einem, also normal Broadway, dann halt mit einem höheren LI auf 850. Weil ja, wir fahren hier auf natürlich 800. Ich weiß nicht, wie ich das vorher erwähnt habe. Vorsichtig, wenn einer in Broadway ist. Gut, wo bist du in Broadway? Broadway. Auf der hinteren Broadway-Straße. Ich hab meinen Spiegel verloren. Also die hintere Kirchstraße, okay. Na, ja, hintere Kirchstraße und hab 2 Cops an mir. Dann fahr ich mal die normale Kirchstraße Richtung U hoch und oder warte, fährst du Richtung U oder Haus? Ich fahr Richtung U, geh jetzt aber im Offroad wieder, fahr die hintere. Machst du mit Absicht, dass du mir hinterher fährst? Wie fahr ich da hinterher? Ich bin gerade Mühle rum. Mein Gott, ey. Schau mal, erst Kingfisher Cottage, da kommt die Kirchstraße. Oh, da warst du gerade. Nee, das war nicht ich. Nein, das war ich. Ah, da hat noch einer eine Verfolgung. Ach so, was war das? Ich dachte, hallo? Du würdest einen anderen Offroad-Weg fahren. Ah, fuck. Ich stelle mich gerade. Ich komm hier nicht mehr weg. Gut, ich muss wieder verschwinden. Na hey, wo bist du? Komm wieder los. In Embleside. Ah, oh, gut, ich bin gegen oben bei der Supersammlung. Wo seid ihr? Chief, du sollst dich alleine rausnehmen. Das sollen die machen und nicht du. Die werden hier schließlich bezahlt, nicht wir. Ja, jetzt komm ich nicht mehr weg. Wo in Embleside seid ihr? Broadway ist da festgesetzt worden. Haben sie dich haben sie dich noch Cracks? Ja. Nein, an mir sind sie nicht mehr dran. Ich bin fest. Beziehungsweise, da kommt ein Impala aus dem Gebüsch raus. Ist mir der jetzt ernsthaft die ganze Zeit Offroad hinterhergefahren, um jetzt aufzutauchen? Die blöden Impalas im Busch, ne? Genau. Das ist eine arschgute Taktik. Muss ich mir merken. Das ist eine ganz gute Taktik. Ja.
Kannst du keine Cops mitnehmen, Cops mitnehmen, Passanten mitnehmen? Nö, ist richtig, korrekt. Und hast keinen Schaden, so. So, ich stelle mich mal hier irgendwo mit nach dem Rasen und guck mal auf die Karte. Wie viele Minuten haben Gott. Wir denn jetzt von der Uhr genommen? Wo ist denn derjenige mit Verfolgung? Oh mein Gott. Goliath gerade Richtung, richtige Richtung, sind gleich am Café. Okay, bin ich weit weg. Ich bin gerade den Offroad-Weg dort ab. Ich hab's gesehen, Freddy. Bin dann Serpentinen hoch. Das ist nicht schlecht. Let's go. Mal rein da in die Luzi. Oh, die hängen alle an dir dran. Oh mein Gott. Wo kommt der schon wieder aus dem Gebüsch her? Sag mal, sind die Cops gerade hier Buschcamper oder was ist das? Das ja. Ist die neue Taktik. Ja, Maxi hat die vorhin schon erprobt mit dem GTR. Oh, nicht in den Baum, nicht in den Baum. Was war denn das jetzt gerade für ein Taxi? Und vor allem, ich frag mich so, warum kommen die mir hier entgegen? Woher hätten die wissen sollen, dass ich hier in den Offroad-Weg fahren soll? Wo fährst du denn? Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Die Driftstraße gerade vom Parkplatz, Goliath Parkplatz hoch. Aber ich glaube, Gangster Life hatte da gerade gecuttert auf den gegenüberliegenden Weg. Das ist nicht erlaubt. Ich fahre gerade Flussstraße, Leute, ne? Ja, wo Flussstraße? Nee. Richtung Süden. Ah, ich fahre gerade, komm von oben, Kingfisher Cottage. Ah, dann bin ich, fahre gerade. Ja, da komme ich gerade auf. Ich merke, dass so ein AMG Hammer Coupé nicht unbedingt die beste Wahl für Offroad ist. Könnte sein, ja. So ist ein WD-124, das ist doch voll das Sofa. Ja, war nicht in der Verfolgung. Die Kiste ist steinhart gefedert. Weißt du noch, wie lange wir schon fahren? Wir fahren seit seit insgesamt 8 Minuten, 7 Minuten davon sind. Verfolgungszeit. Also bleiben noch 13 Minuten auf der Uhr. Wo ist die gerade Verfolgung unterwegs? Ich fahr gerade Goliath rückwärts nach Broadway rein. Ja, das ist ganz schlecht. Wieso? Weil ich fahr gerade keine Stoff Richtung Baustelle zurück. Ja, ich bin da. Ich bin schon in der Blitzerzone. Umdrehen ist wäre dumm. Ach komm, ich fahr hier nochmal den Offroad-Weg. Go! Wo lange willst du fahren? Ja, außen rum fährt doch der jetzt. Nee, ich fahr gerade den Offroad-Weg Richtung hintere Kirchstraße und alle sind dran vorbeigedonnert. Oh shit, ich hab einen Kopf gesehen. Ja, ich dreh mal rum. Fahr dann doch nicht lang. Und was ist dein nächster Plan mit dem? Gestrichelter Offroad-Weg Richtung. Kopf ist von Broadway aus Whitehouse. In Richtung. Ja, Richtung Koala. Whitehouse. Ja, die verfolgen alles direkt. Ja, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Ach, sie haben mich natürlich noch gesehen, dass ich hier abgehoben bin. Verdammt. Sieht gut aus. Aber ich möchte mal anmerken, wir hatten zu dieser Zeit schon bereits, glaube ich, 2 schon festgesetzt. Ja. Ja. Man hätte sogar fast schon einen dritten. Ein fliegendes Flyhai. Wo ist Flyhai? Hopfen kommt mehr gegen... Interessanter Weg. Interessanter Richtung Weg. Broadway. Oh, ich bin im Festival und fahre die Festival-Rundstrecke mal. Das war knapp mit dem Baum. Aber der hat mich getroffen. Ich hab grad einen Kopf im Baum versenkt. Und wo? Koala oben, falls Goliath fallt, aber auf die umbenannte rauf. Also umbenannte Richtung Vorgarten. Boah! Ah, ich hab den Kopf noch da! Zum Glück bin ich nicht in der Nähe. Also wenn mich jetzt einer trifft, dann ist das so ein Lucky Hit. Mach ich glaube nicht. Dann aber ganz wirklich. Oh, ist mir eben gerade die Pumpe in die Hose gerutscht. Ja. Ah, nein! Ich hab's gesehen, ey. Oh Mann. Genau. Ich hab's geahnt.
Wer ist denn da jetzt am Kämpfen? Thomas? Na, fahren wir mal ein bisschen Reifen schonen da. Ich fahre jetzt übrigens Goliath Richtung Ambleside. Was ist das gleich wieder über Reifen? Keine Ahnung, ich habe keine Zeit gerade für. Wo fährst du, Thomas? Broadway Richtung Brücke. Nice. Zeit stehen wir gerade bei 10,5 Minuten Verfolgungszeit gesamt. Ich bin also, aber gleich kopplos. Da hat sich eben gedreht in die Hauswand. Also die Hälfte haben wir geschafft. Kopflos, ein kopfloser Kopf. Dann guck ich mal. Diese Aussage kenne ich doch. Boah, das Alter war zum Glück, war der Passant noch geghostet, Alter. Ich wäre uns voll dem Insekt gedonnert. Hast du noch guten Speed? Ist zufällig einer von uns in Ambleside? Gleich. Okay. Mit oder ohne übrigens. Verfolgung? Ja, mit Verfolgung. Ja, und Thomas, hack sie los. Welche Richtung? Fahr gerade südlich nach Ambleside rein. Ich bin gerade Ashbrook. Welche Richtung? Südlich nach Ambleside rein. Also in südlichen da hauen sich fast zwei Cops ab. Rein. Also komm gleich quasi am Haus raus. Beziehungsweise ja. Nicht. Nee, ach, du fährst da gerade den Offroad-Weg. Okay, dann. Ja, sorry. Alter, wie viele Randoms sind hier gerade in Ambleside unterwegs? Einige. Komm hier mal lang. Wo bist du? Ich bin im Broadway und fahre der Kirchstraße und am E und am U. Gibt's eigentlich gerade noch eine andere Verfolgung aus und mich? Nö. Wo sind dann die Cops? Weiß nicht. Lost in Horizon. Hab ich auch. Lost in Steuerung. Ich fahr dann die Serpentinen hoch, ne? Denk ja, dann fahr mal die Serpentinen hoch. Hab ich gesehen? Ja, du bist jetzt einkoppeln. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Warum ist der Lenkung kaputt? War der Karre besser. Natürlich fährt mir jetzt ein knallroter Lamborghini hinterher. Ich sehe ihn, den Lamborghini. Der heißt auch noch The Chacal. Ein Schakal fährt hier hinterher. Aber wo sind dann die Cops? Frage ich mich gerade auch. Oh, da ist einer. Hab einen gefunden. Wo? Da am Baustellendreieck. Nein, noch einer! Das war knapp. Das war zweimal sehr, sehr knapp. Puls nein, runter, nein. Puls runter. Alles gut. Kein Motorschaden. Oh. Du wüsstest gern, wie mir gerade die Pumpe gegangen ist, als du gesagt hast, du fährst in Ambleside rein. Warte mal, bin ich dumm, weil ich hier entgegenfahre? Okay, ich merke gerade, dass der Hammer nichts aushält. Oh, da bin ich im Rückwärtsgang. Oh. Huch. Was ist jetzt los? Hä? Was ist jetzt passiert? Wo ist der Kopf? Ja. Ich darf ja nichts sagen. Ich fahr dann mal Flussstraße runter. Nein, es ist mich nicht sicher zu zweit fest. Ja, Chief, also. Ich weiß, dass du das Glück hast. Also, ja, falls du meine Verfolgung gesehen hast. Ja, hab ich gesehen. Und ich weiß, wo der Kopf hingegangen ist. Der ist irgendwo in der Wand geknallt. Das war auch mal weg. Die setzt mich jetzt hier ernsthaft zu dritt mitten auf der Straße fest. Woher habe ich 70 Motor? Von der Straße. Wo, Junge, dieses Spiel ist so verbuggt, ganz ehrlich. Woher habe ich auf einmal dieses 70 Motor? Zuschauer, ihr habt es gerade gesehen. Komplett random. Es ist okay, es war ein leichter Treffer. Aber das sind keine 70%. Also keine 35 in dem Fall. Oh, Thomas, was machst du? Oh, das darf doch jetzt ja, echt nicht wahr sein. Ich kam aus dem Offroad-Weg raus auf einmal waren da vier Cops. So kann man bist da du auch fest machen. Oder was, Greg? Nein, ja, nein. Wegen irgendeinem Scheiß-Bug in Forza schon wieder. Ja. Wo seid ihr unterwegs? Hallo, hier bin ich. Ja, aber derjenige mit Verfolgung, bitte. Hat keiner mehr eine Verfolgung. Achso. Doch, ich.
Jetzt sag was. Sagt er nicht. Sagt er nicht? Warum? Wer muss sein hier? Unbenannte. In welche Richtung? Kaffeehaus. Ah, wo kommen die alle her? Du weißt schon, dass ich gerade relativ in der Nähe, wo du gerade bist, festgesetzt wurde? Ach was, wie kommst du da drauf? Ja! Hat die eigenen Kopf abgeräumt. Maxi hat einfach gerade Takoda abgeräumt. Ich hab's gesehen, ey, da waren einige involviert. Ich hab so das Gefühl, ich fahr mal Ding hoch, Flussstraße. Kaffeehaus. Richtung Norden. Ich fahr geradeaus weiter. Ah, ich glaub, die haben alle Motorschaden. Ja, klar, haben wir alle Motorschaden. Ja, fahren wir mal hier. By the way, wir haben noch 4 Minuten bis zur Overtime. 4 Minuten gehören Motorschaden, 3% Lenkung, so soll das sein. Ja, nee, ganz so. Also du fährst Goliath richtig rum Richtung Ampelside, gehe ich davon aus, Thomas. Ja. Gut, ich fahr Flussstraße hoch. Hey, what the fuck, Richtung, was ist da gerade passiert? Thomas, was hast du getan? Thomas? Ich brauche Ladedruck. Thomas, was hast du getan? Thomas? Was machst du deine? Ah, fuck, Mann. Ja, jetzt bist du raus. Bruder? Ja. Scheißdreck. Was hast du getan? Ja, ich wollte rumdrehen, weil auf einmal alle weg waren. Ich hab gedacht, die kommen mir Ampelzeit jetzt alle entgegen. Da waren 7 Leute hinter mir. Was glaubst du, was passiert, wenn die mir die Hälfte davon entgegenkommt? Und ich habe die anderen 2 hinten dran nicht mehr gesehen. Ich habe nur einen gesehen. Da ist Flyheit, da ist Schöni. Oh, das ist ja ein Polizist. Aber ich schätze mal, dass wir gewinnen. Hoffen heißt nichts wissen. Du weißt, sobald einer noch rausgenommen wird, haben wir offiziell verloren. Unentschieden. Ja, unentschieden, ja. Aber es sind 3 Minuten irgendwas noch, ne? Noch 2,5 Minuten bis zur Overtime. 2,5 Minuten. Könnten wir schaffen. Ja. So, wir müssen ja, können. Schon wieder abgehängt. Können wir, glaube ich, echt. Alter, meine Schaltzeiten sind zu posten, ey. Ja, wo seid ihr? Oder? Calls! Die Karawane zieht weiter. So. Ich bin Taxistraße und fahre Richtung Gut, Süden. Also ich fahre wieder Fluss runter. Interessant, nein, dass er das gesehen hat. Umgedreht. Also ich wollte jetzt schon noch eine Kopfverfolgung, aber irgendwie habe ich den Kopf jetzt schon wieder abgehängt. Ging irgendwie zu einfach. Wäre witzig, wenn er jetzt vor mir wäre. Na geil, ich habe mich schön verschalten. Ja, also witzig wäre es auf jeden Fall, wenn er vor dir wäre. Dann wäre er nämlich ziemlich blöd gewesen. Nee, ich nehme schon nicht selber raus. Ja, moin. Woher weißt du das? Kennst du das Sprichwort? Man soll den Pack so oft vom Arm loben. Ja, richtig. Oh, da kommen mehrere Schnelle von hinten. Ja, Achtung, da unten sind gerade relativ viele Randoms unterwegs. Ja, aber was? Wie viele? Das ist ja brutal. Gefühlt die halbe Lobby ist gerade da unten. Ja, ja, die haben das, die checken das jetzt, die wollen gucken. In Broadway ist mir vorhin eine RS6 quer entgegengekommen, Polizeidesign. Ja. Junge. Letzte Minute noch bis zur Overtime. Flyer, du packst es. Wo seid ihr? Ja, bestimmt. Hallo. Musst dir Flyer sagen, ich... Wir dürfen nichts sagen. Ich call Flyer, bitte. Flyer, ja, ich bin unterm Festival in diesem Offroad-Weg. Gut, ich bewege mich davon jetzt ganz schnell weg. Richtung, So, 30 Sekunden noch. Boah. Ja, Richtung Haus, bei Whitehorse. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, komm, no risk, no fun, ab aufs Festival drauf zu. Alle haben sich noch repariert. Komm schon, YOLO! So, 30 Sekunden sind noch rum, oder?
Ja, Schöni, du bist safe. Ja. Und Overtime beginnt. Ab sofort achten wir darauf, falls sich jemand portet. Fly High ist nicht safe. Nein. Ja, aber der macht es gerade gut. Der macht es gerade sehr, sehr gut. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Verarscht hat er sie eben gerade. Ja, aber ganz gemein. Oh, aber bist du gemein. Jetzt hatte ich ja gerade was vermutet, aber das hast du nicht gemacht. Ah, das schöne BVB-Design. Als wenn jetzt tatsächlich der BVB als... Oh Gott. Ja, den sollten wir doch als erstes rausnehmen. Machst du genau. Aber seien wir doch mal froh, dass das jetzt nicht so gekommen ist. Wir können froh sein. Also, gut gemacht, Fly High. Ja, wir haben gewonnen, haben wir noch nicht, oder? Wenn Fly High überlebt, haben wir gewonnen. Minuten überleben. Du musst die noch überleben, ja. Das sind mittlerweile ja, ich nur noch nervt die jetzt so richtig. Ja, ja, denk dran, bitte nicht zu viel Offroad fahren. Ja gut, ich bin halt jetzt hier auf diesem Weg. Ja, das ist in Ordnung. Aber halt nicht zu viel. Nee, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt Offroad fahre. Außer ich werde da hingeschoben. Ich muss jetzt dann nur in das Haus springen. Ach komm, wir fahren Richtung Festival. Man sieht kaum, dass sie sich nicht mehr reparieren dürfen. Oh. Einmal im Kreis gedreht. Ach so, weil die da auf einmal so, Danke fürs Anschieben. Scheiße. Meine Gänge sind so schlecht übersetzt, das glaubt ihr nicht. Ach, wir fahren hier lang. Ich glaub's dir, dass deine Gänge schlecht übersetzt sind, weil du es mir gerade gesagt hast. Deswegen glaube ich dir jetzt. Ich glaube, dass in meinem GTR ein Single-Turbo-Kit drin war. Weil anders da kann ich mir das Turbo-Loch am Anfang nicht erklären. Das kann nicht sein, Alter. Da kommt mir gar nichts. So, 3 Minuten noch. Da ist ja jeder Golf 3 VR6 schneller. Ja. Oh Gott, das sind Verbremser. Oh Gott. Oh mein Tut Gott. Mir leid, das war so schlecht. Aber ja gut, jetzt sind sie wieder so nah dran. Schöni, komm mal bitte ins Festival auf die Landebahn oder irgendwo ins Schloss. Driver, bitte auf den Dragstrip, weil alles andere ist im Festival erlaubt zu fahren. Okay, dann komme ich rüber zum Dragstrip. Ich stehe nämlich im Schloss drin. Okay. Ja, komm, Jungs, also wenn ihr da so reinbombt. Okay. Brauchen wir uns über die zwei hier drüben noch Gedanken machen, was die vorhaben? Ich glaube nicht. Nee, nicht wirklich. Aber Flyer, du musst überleben. Aua! Verfolgen sie dich jetzt gegenseitig, oder was? Wow. Oh, der hätte mich jetzt nur gegen die Wand schieben müssen. Wie lange hat er noch? 2 Minuten und ein paar zerquetschte Sekunden. Yeah. Mich wundert eher, was der Enelkron Victoria da will. Ah, Fly High. Ja, geht noch. Geht noch, da geht noch was. War es gerade eine Forcerkante? Die haben mich ja gegen das Haus geschoben. Gott, ich darf jetzt nie wieder Geschwindigkeit verlieren. Ja, dann verlieren die wieder Geschwindigkeit. Ja. Okay, vielleicht ja. Besser so. Das hatten die vor. Ja, ja das ist okay. Gegenseitig abgeschossen. Hm? Vor ihn und ausbremsen und den beiden. Jetzt sehe ich auch, was vorhanden. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich dachte, die anderen wären raus. Nein. Scheiße. Ja, die waren bloß ein bisschen langsamer. Die haben irgendwie einen Umweg gefahren. Und die dürfen sich halt auch nicht mehr reparieren und so. Die waren so kaputt und dachten sich, die fahren gleich Koala. Du hast übrigens noch 50 Sekunden. Nein. Mies von mir gerade, mies, aber... Ja gut, die müssen komm raus wenigstens. Du geht musst noch, doch wenigstens noch, die 50 noch, Sekunden noch, überleben, noch, Kollege. Noch, ja, ich weiß. Was ist hier los? Da hat einer eine Straßensperre gemacht mit einem LKW. Oh yeah. 30 Sekunden noch, Fly High, das packst du. Passanten absolut mit das, was ich machen würde. Absoluter Käse. Das kriegst du hin. Ja, komm, ins Offroad-Gebiet. Die haben eh keine Leistung mehr. 15 noch. Oh Gott. Gut.
Ist Maxi gerade ernsthaft im Café? Hat Maxi gerade ernsthaft einen Zwischenstopp im Café eingelegt? Ja, da war ein Bus. Ist durch, oder? Und ja, ist durch. Fahr noch kurz ein paar Meter. Bist durch. Ja, 10 Sekunden okay, drüber. Das ist anscheinend noch nicht. Wir sind jetzt 10 Sekunden drüber über der Zeit, also. Ja. Dann. Ja, das war's dann halt auch, ne? Genau. Gehen wir mal hoch. Ach ja, Passwort. Kann noch das Passwort da lassen? User was moved out of your channel. Ich move. Wer muss das? So. Ich würde sagen, war eine interessante Runde, oder? User in your channel. Auf jeden Fall. Ja. Cool. Ja. Auch zum Ende hin nochmal schön spannend. Ich habe eine blöde Frage. Wo war die ganze Runde des Subaru? Ja! Wir haben ihn nicht einmal gesehen. Ja, gut. Ja. Welcher Subaru? Ja, war eine schöne Aufnahme. Würde ich sagen. Deine? War es das mit, mit der Runde hier? Vielen Dank fürs Zuschauen. Meine war da schon festgesetzt. Ja. Lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Schaut in der Videobeschreibung, da sind natürlich alle anderen Sichten wieder verlinkt, sofern ich die Links bekommen habe. Ja, haut rein, bis dann und ciao! Ciao. Tschüss! Ciao!